Dann erklären wir der nächsten Indianernation den Krieg. Es tut mir leid. Nein, auch kein Beistand. Sie sind in der Falle. Die haben überhaupt nichts, hä? Ups! Och, scheiße. Leute, das tut mir jetzt leid. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich auf automatisch berechnen klicken. Naja, soweit ich gesehen habe, hatte die Stadt keine Mauern. Also von daher sollten wir das eigentlich relativ schnell erledigt haben. Verdammt. Ich glaube, ich muss wieder meine Aufnahmepause machen. Es wird schon wieder... Es ist schon wieder zu spät. So. Oh, und es schneit auch noch. Aber jetzt kann ich mal diese Puckelgewehre im Einsatz sehen. Ah, das ist praktisch eine offene Schlacht. Wer bleibt hier einfach stehen? Ach so. Packelgewehre, okay. Immer Puckel gesagt, naja. Was seid ihr? Bewaffnete Stammeskrieger. Die sind ja echt mal viel zu schwach geraten, die Indianer in dem Spiel. Na Leute, wie findet ihr Amerika, ha? Erzählt doch mal. Relativ viel Reichweite haben die nicht, aber es wird wohl oder übel reichen. Jawohl. Ist ja geiles Zeug. Wobei, irgendwie bin ich doch nicht so begeistert. Ja, es war ja eh nicht so geplant eigentlich. Was, fliehen sie bereits? Dann sterbe ich glücklich. So, Verluste 0. Bereit machen für die Schlacht. Irgendwie bin ich jetzt von den Puckelgewehren doch nicht mehr so begeistert. So.
Okay. Ich glaube, es wird demnächst Echtzeit für einen Aufnahmestopp. Wie sieht es denn jetzt in Berlin eigentlich aus? Ach so, da muss ich noch eine Runde warten. Dann gehen wir doch ins Jahr 1781. Ah, die hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, hier machen wir jetzt aber automatisch. Die Truppen auf die Schlacht vorbereiten. Wunderbar. Ah, wir haben trotzdem gesiegt. Deren Forderungen, was zum Protektorat, werden Friedensvertrag. What? Nö. Kein Bock. Für 140.000, da kaufe ich eure Nation doch auf. Ein neuer Planet. What? Der in Deutschland geborene Musiklehrer und Hobbyastronom Wilhelm Herschel hat einen neuen Planeten am Himmel entdeckt, durch die Anzahl der bekannten Planeten in unserem Sonnensystem auf 7 gestiegen ist. Der Pluto. Ach. Das ist jetzt blöd, dass hier ein General abgekackt ist. Na egal, haben wir 9. So. So. Zack! Oh, da war die Provinz schon von Steuern befreit. Ja, heiße Sache. Gut. Ja, natürliche Ursache, natürliche Ursache. Ein Lebemann, die brauche ich irgendwie eh nicht. Dieser Mann hat folgende Eigenschaften erhalten. So wahrscheinlich der jetzt gestorben ist. So, Baubericht. Neufundland ist die Kirchenschule fertig. Tartarien. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das ist. Na, egal. Rekrutierungsbericht. Die haben wir jetzt gar nicht mehr gebraucht, seht ihr mal. Provinz erobert. Oberkanada. Fraktion vernichtet. Dagestan. Provinz erobert. Tschetschenien, Dagestan. Moderne Universität. Eieiei, weg damit. Königliches Gut, das kann man stehen lassen. So, irgendwo hatte ich jetzt noch gelesen, dass man hier noch was aufrüsten könne. Irgendwas so Freudenhausmäßiges. Naja, perfekt. Lustgärten. Okay. Warum sind denn die jetzt wieder grün? Alter, Forderung nach Reformen. Auswanderung zu Kolonien. Ach, verdammt. Was muss ich denn hier noch niederreißen? Ich will eigentlich meine ganzen schönen großen Gebäude nicht niederreißen, muss ich euch ehrlich sagen. Wie kann ich euch denn unsägliches Leid zufügen? Beziehungsweise, wie sieht's denn auf der Welt aus, wenn ich hier... Oh, das sieht's in manchen Gebieten ganz schön bitter aus. In Berlin nicht mal. Das hat gar keine Auswirkungen. Da werden sie mir in Ostpreußen aufständisch. Ich da die hier stationierten Miliz dann reinschicke. Geht's immer noch nicht. Hey, ja, ja, ja. Tun wir hier mal noch ein paar Truppen für die. Ja, Elsass-Lothringen ist immer so ein Thema, ne? Was ist das hier? Savoyen, oder? Nee, Mailand. Ach, ist da was? Da rekrutieren wir jetzt einfach noch ein bisschen was. Ja, was machen wir mit Elsass-Lothringen? Beziehungsweise, nee, halt mal, die Provinzen, die kann ich ja einfach mal von Steuern befreien. Das passt sich ja dann. Brauche ich hier aber gar nicht, überhaupt nichts ausbilden. Was mache ich denn für einen Rotz? So. Steuern befreien. Und wo war es jetzt noch kritisch? Westpreußen. Huh? Achso, das gehört zu Brandenburg, deswegen. Rekrutierung. Mal weg mit euch. Und machen wir euch mal kurzfristig auch von den Steuern frei. So, wir switchen wieder zu unserem neuen Kriegsschauplatz, und zwar Amerika.
wir wieder aufrüsten. Puh! Ob wir es schaffen können, die Piraten zu eliminieren? Ich glaube irgendwie nicht. Na seht ihr, da haben wir wieder was eingenommen. Doch schön. Curaçao gehört nun uns. Eine schöne Insel vor Venezuela. Einer der gefährlichsten Orte auf der Welt. Oh, was ist denn jetzt hier los? Freien wir euch doch mal von Steuern. Widerstand gegen Fremdbesatzung. Hallo, ich habe euch von den Piraten befreit. Bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich mir schon dafür erwartet. Aber gut. Undank ist ja der Weltenlohn, wie man immer so schön weiß, ne? So, Panama, Rebellen im Krieg. Dann fahren wir dorthin. So. Warum ist denn da jetzt der Weg gesperrt? Fahr halt außenrum, meine Fresse, hey. Meine Güte. So. Oh Gott, hey, ich sag's euch, dieser Framerate-Einbruch, der geht mir allmählich echt richtig auf den Docht. Wo fährt man hier bitte schön zwei so... Drei so... Hä, Alter, so viel brauchen wir hier auch nicht. Zwei einreißen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie wir hier weiter vorgehen können. Geld, um alles aufzurüsten, haben wir ja Gott sei Dank genug. So, hier passt es von der öffentlichen Ordnung her. Jetzt nicht mehr. Kann man auch nicht kompensieren. Verdammt. Jetzt geht's. Dann hoffe ich mal, dass die wenigstens weit kommen. Oh, die brauchen jetzt ein bisschen. Dürfen jetzt ein bisschen durch die Prärie wandern. Wunderschön Amerika. Was sieht es eigentlich hier aus jetzt mittlerweile? Wir die ja jetzt nicht mehr, dann nehmen wir die jetzt für die Eliminierung von Quebec. Vom Gebäck. Das sieht irgendwie echt so an. So. Einmal bitte Runde beenden und danach, glaube ich, mache ich die letzte Runde. Muss ich sagen, haben wir für die Aufnahme wieder einiges geschafft. Was? Quebec? Krieg erklärt. Diese Nation hat ihnen den Krieg erklärt. Großkolumbien, deren Verbündete und die Irokesenkonföderation. Ah, die haben sich aber nicht mit angeschlossen. Soweit ich jetzt das jetzt mitbekommen habe. Die Flotte ist verloren! Scheiße. Nein, mein Admiral! Alter, jetzt reicht's aber mal. Ah, wo sind das schon wieder? Ach, was streiken die denn jetzt? Ich hab doch hier, gerade war doch noch alles gut. Meine Fresse, echte Kotzen. Arbeiter streiken Inseln über dem Winde. Warum streiken die denn jetzt alle? Die waren doch vorher alle noch sowas von grün.